Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Traders-Podcast am Donnerstag, 10.10.2013. Den Dollar-Index schauen wir uns heute mal an, und zwar auf einer Wochenbasis. Wochenbasis deshalb, weil ich eigentlich ganz gerne mir Woche für Woche die COT-Daten, Commitment of Traders-Daten, anschaue. Allerdings kann ich mir die nur anschauen, wenn es die auch gibt. Und in dieser Woche gab es keine COT-Daten. Der Grund ist, dass das US-Government, die Behörde CFTC, nämlich genau diejenige Behörde, die die Daten veröffentlicht, ja, dass die zu ist wegen einem Government-Shutdown. Also auch hier müssen wir in die Röhre schauen. Oder hier sind wir betroffen von dem Shutdown der Regierung. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch andere Tools, die ganz gut sind dafür, dass man sich mal so eine etwas längerfristige Betrachtung anschauen kann. Einer ist zum Beispiel mein Proxy-Index hier unten, der mimikt, wenn Sie so wollen, das Verhalten der sogenannten Commercials. Wenn wir hier sehen, dass der Proxy-Index oben ist, dann ist der Dollar-Index normalerweise unten. Der ist oben wie hier, Dollar-Index ist unten. Der ist oben wie hier, Dollar-Index ist unten. Oben wie hier, Dollar-Index unten. Oben, Dollar-Index unten. Selbst hier, der ist oben, Dollar-Index ist unten. Der ist oben, Dollar-Index ist unten. Nicht, Sie wissen, was ich meine. Und umgekehrt, das gilt, wenn der unten ist, aber dann ist der Dollar-Index in der Regel oben. Aber jetzt ist der Indikator oben, das heißt, der Dollar-Index müsste eigentlich unten sein. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, die Saisonalität. Wir sind jetzt ziemlich genau, Sie sehen das hier, an einem saisonalen Tiefpunkt, zumindest mal an so einem Zwischentief hier, wo diese Saisonalitätslinie uns das anzeigt. Die letzten Jahre, das Jahr 1, wir hatten eine kurze Rallye, immerhin nur kurze Rallye. Das Jahr 2011, auch hier hatten wir eine kurze Rallye. Im Jahr davor, das war hier im Jahr 2010 war das, genau, da hatten wir auch eine kurze Rallye. Im Jahr 2009, naja, da ist es zumindest mal nicht mehr mit solchem Schmackes nach unten gegangen, ist die Abwärtsbewegung eher ausgelaufen. Und im Jahr 2008, auch hier hat man eine Rallye. Das heißt, wir hatten die letzten 5 Jahren 4 Rallyes, zumindest mal kurzfristige Rallyes im Dollarindex, und die Chancen stehen auch in dem Jahr ganz gut. Das ist also Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3, meine Intermarket-Indikatoren, die sehen Sie hier oben. Ich messe den Dollarindex gegen Gold und gegen die Bonds oder gegen die 10-jährigen Notes. Und was man hier schlicht und ergreifend sieht, ist, zwei dieser drei Indikatoren sind unten. Und wenn die unten sind, dann bedeutet das, dass der Dollarindex im Vergleich zu den Intermarkets unterbewertet ist. Das letzte Mal war das der Fall, weil das war hier im Jahr 2011. Auch hier hatten wir dann eine Dollar-Rallye, beziehungsweise hier im Jahr 2010. Auch hier hat sich dann zumindest mal nicht kurzfristig, aber dann im Laufe der Zeit eine Dollar-Rallye eingestellt. Also, das sieht ganz gut aus, wenn man sich auch hier meine AD-Linien anschaut, diese braune Linie, dann sieht man, dass wir auch hier ein Tief machen, ein höherliegendes Tief und hier nochmal ein höherliegendes Tief machen. Der Preis allerdings fällt und das bedeutet, wir haben eine sogenannte bullische Divergenz. Alles in allem spricht also meiner Meinung nach mehr für eine Dollar-Rallye als für einen Dollar-Abverkauf im Sinne jetzt dieser Schuldendebatte. Und erinnert sich vielleicht auch noch an das Thema Öl, als es um Syrien ging. Auch da waren die Commercials während des kompletten Syrien-Konfliktes short und auch da hat es der Ölpreis trotz der Meinung, dass das jetzt auf 130, 140, 150 wieder geht, hat es nicht geschafft, neue Hochs zu markieren, ist dann wieder abverkauft worden. Also insofern ist diese Analyse mit den Commercials schon ziemlich powerful, und auch wenn man keine COT-Daten dieser Woche haben, wie gesagt, dieser Indikator hier, das ist ein sehr guter Proxy-Indikator, der das Verhalten einfach sehr gut mimikt oder mimiken kann. Also insofern ist es mehr als ein gleichwertiger Ersatz. Also meine Meinung, der Dollar-Index ist ready to go. Und wenn man jetzt eine Lösung finden sollte im Schuldenstreit, dann ist meiner Meinung nach die Bewegung, die wir dann im Dollar sehen werden, nachhaltig. Wir sollten dann einfach auf den Zug aufspringen und uns auf der Longseite positionieren. Und gegen welche Währungen, das sehen wir dann typischerweise natürlich gegen die sowieso schwächelnden Währungen. Aber das werden wir dann uns anschauen, wenn die Rallye läuft und beziehungsweise wenn der Kickstart gegeben ist. Das war's für heute. Wir hören und sehen uns morgen wieder. Bis dann, alles Gute. Ihr Jan Kurseibel.